Und damit willkommen zur heutigen dritten Folge von Let's Play Gothic. Jetzt ist gerade 20.35 Uhr, bis 5 nach 9 geht die Folge. Also wäre es möglich, dass heute noch eine Folge kommt nach der, aber mehr als 4 Folgen werden es heute definitiv nicht. Ja, beim letzten Part hatten wir es erstmals mit Orks zu tun. Wir waren unterwegs im Orkfriedhof. Haben ziemlich auf die Fresse gekriegt, haben gesehen, dass unser Feuerpfeil quasi gar keine Wirkung zeigt. Sind deswegen hier auch noch mit dem Krusche Warrock, einer Orkwaffe, ausgerüstet und haben Beißer und Orkjäger getötet. Ich habe überlegt, bis jetzt. Ich denke, wir probieren es nochmal mit der Magie. Ich habe nämlich übersehen, ich habe ja gesagt, der Eispfeil ist schwächer als der Feuerpfeil. Ist er auch. Aber der Punkt ist, der Feuerpfeil macht ja Feuerschaden, hier schön zu sehen. Und der Eispfeil macht Magieschaden. Vielleicht sind die Orks gegen Magie anfälliger und dann hätten wir nicht so große Probleme. Weil ich würde ungern meinen Vorsatz mit ohne Waffen, also brechen und dann doch mit Waffen spielen. Ja, hier habe ich ja schon gesagt, hier geht es zum Orkfriedhof rein. Sieht schon so wahnsinnig heimelig aus. Ach du Scheiße, da liegt ein Templer. Ein toter Templer. Was hat er bei sich? Grüner Novize, Wurzelsuppe, 7 Lebensenergie und ein Richtschwert. Oh oh, wenn schon vor dem Orkfriedhof ein Templer liegt. Wir sind nicht ganz voll mit Mana. Das heißt schon wieder nicht so wahnsinnig Tolles. Wir müssen hier hinten die Winde drehen, damit der Gang geöffnet wird, also dieser Stollen in den Orkfriedhof. Ja, wie gesagt, hier ist ein riesen Totenschädel mit Zähnen und hier also Dornen aus der Erde. Hier möchte man unbedingt reingehen, vor allem wenn hier ein Toter liegt. Ich speichere nochmal, bevor ich da reingehe. Wir haben keine Ahnung, wie viele Orks da drin sind. Es werden Orks drin sein, weil hier draußen auch welche waren. Ach Gott. Und damit steigen wir hinab in den Orkfriedhof. So, jetzt sind wir hier drin. Und als erstes mache ich mir mal Licht. Kostet ja nur einen Mana, wir können es bestimmt gebrauchen. Und ich schleiche. Ich schleiche, weil wir keine Ahnung haben, wie viele Gegner hier drin sind. Und dass da draußen gerade ein toter Templer liegt, heißt nichts Gutes. Es könnte sein, dass wir Balukon noch tot finden. Hier ein paar Pilze, Höllenpilze und Sklavenbrot. Die nehmen wir selbstverständlich an uns. So, und dann schleichen wir weiter. Ja, in bestimmten Locations zu schleichen ist schon sinnvoll. Gerade bei so unbekannten Gebieten wie jetzt dem Orkfriedhof. Ah, ich dachte, ich hätte gerade einen Ork gesehen. Aber ich habe mich geirrt. Aber da ist ein Ork. So, Eispfeil. Ich probiere es jetzt mal. Ein Ork-Speer. Feuer bzw. Eis. Schieß, Magier, schieß um dein Leben. Oh, Ork tot, 180 Erfahrung. Ja gut, Krusche Warrock aufsammeln und heilen. Aber gut zu wissen, dass die Eispfeile Wirkung zeigen. Ja gut, dann haben wir vielleicht vorher einfach nur den falschen Zauber verwendet. Weil der Eispfeil hat gerade sehr gut gegen den Ork gewirkt. Aber ich habe gerade gesehen, 180 Erfahrungen. Dann war der, ich dachte ja, der Orkjäger wäre der Schwächste, aber der Orkjäger hat uns 200 Erfahrungen gegeben. Gut zu wissen, dann sind wohl die Orkspeer die schwächsten Orks. So, dazu nehme ich jetzt noch ein Rabenkraut, weil unser Mana ist fast leer. Jetzt haben wir es wieder voll. Das war jetzt der erste Orkspeer. Schleichen. Weitergehen. Oder ich laufe jetzt hier ein bisschen. Ich glaube, hier waren es zwei Orks. Ja, genau. Und hier sehen wir diese Löcher oder diese Kammern. Da sind Mumien drin. Das weiß ich, weil ich schon mal hier war. Und diese Mumien haben sehr wertvolle Sachen. Nachtschatten aufsammeln. Ich glaube, hier war noch ein Ork drin. Also hier in dieser ersten Kammer. Hier haben wir Mondschatten. Okay. Dreimal, müssen wir uns mal anschauen. Okay, das ist ein Nachtschatten. Mondschatten, 24 Lebensenergie-Bonus. Okay.
Weil ich würde gern erst wissen, dass alles hier clear ist, bevor ich mir die Mumien angucke. Ich glaube, wie gesagt, dass hier noch ein... Ja, da ist ein Ork. Ich habe ihn gerade gesehen. Ork-Speer, ne? Genau. Und da vorne sehen wir weitere Orks. Gut, Ork tot. Da unten sind weitere Orks, aber bevor ich... Oh, noch ein toter Templer. Bevor wir zu denen hingehen, plündern wir hier natürlich ordentlich. Weil die Mumien... Es hat nicht jede Mumie was, aber sehr viele haben sehr wertvolle Sachen. Grüner Novize, Münze, kurze Suppe, Kampfschwert beim... diesen toten Templer hier. So, ich glaube, bevor ich jetzt da mir die Mumien angucke, lege ich nochmal eine Heilstunde ein. Zumindest vom Leben, vom Mana brauchen wir nicht unbedingt Heilung. Ja, wir sehen auch, mit Eispfeilen brauchen die Orks eine Weile, aber sie gehen. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, der Feuerpfeil macht quasi null. Und da ist das schon ein Unterschied. So, das ganze rohe Fleisch erstmal verbrauchen, weil dann brauchen wir nicht immer so lang wegen dem Braten. Und dann hier mal rumgucken. Also ich zähle erstmal die Löcher auf jeder Seite, beziehungsweise auf jeder Seite, die zu sind. Es sind nämlich ein paar mit Gittern versperrt. Und gerade die mit Gittern versperrten, hier zum Beispiel zwei, sind wertvoll. Also hier sind die ersten zwei, die ersten drei. Da gehen wir gleich mal hoch. Die Mumien sehen recht Sklavenbrot. Und ich habe gerade einen Toten gehört. Die Mumien sehen recht eklig aus, aber da sind interessante Sachen meistens drin. Diese Mumie hier zum Beispiel hat Heiltränke. Essenzen heilender Kraft. Und wir hören Kampfschreie. Die Mumie hat jetzt nichts. Hier ist ein Essenz magische Energie drin. Und das waren jetzt nur die ersten beiden Mumien. Also hier sind, hier hat man viel Spaß mit den Mumien. Hier noch ein Nachtschatten. Ich glaube, der da Hilfe braucht, ist weiter vorne. War ein Lukor, hoffe ich. Also es ist ein gutes Zeichen, weil es heißt, hier lebt noch jemand. Hier noch Nachtschatten. So, hier sind jetzt noch Mumien. Und unser Licht ist ausgegangen. Ich zauber mir also neues Licht dabei. Weil dieses Licht ist ja ganz praktisch. Und kostet ja auch noch einen Mana. Extrakt heilende Kraft, Lebensenergiebonus 70. Und bei der zweiten Mumie nichts. Okay. Ja, ist ziemlich eklig, der langt da in die Mumien rein, aber man kriegt halt die ganzen Tränke und so. Hier ist jetzt schon mal ein Schalter zum Beispiel. Glaube ich. Aber erst plündern wir hier die drei Mumien aus. Nochmal eine Essenz heilender Kraft. Haben wir hier eine Heilung und eine Feuerpfeilrolle. Die Feuerpfeilrolle können wir natürlich verkaufen, weil wir haben ja die Rune. Bei der dritten war wieder nichts und ich glaube, hier war jetzt ein Schalter. Ich dachte, ich hätte da... Nein. Okay, jetzt gehen wir zur anderen Seite. Die Orks da vorne lasse ich jetzt erstmal Orks sein. Ich will erst hier alles plündern. Ja, wir sind hier in einem feindlichen Gebiet, hier plündere ich natürlich. Also ich plündere ja sonst nicht. Im alten Lager zum Beispiel habe ich ja nicht geplündert, obwohl da eine Menge war, aber das ist ein feindliches Lager hier, also... Oder ein feindliche Location. Ein Lager ist es ja nicht. So. Hier nochmal eine Heilungsspruchrolle, die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, aber dass die ganzen Templer tot sind, verheißt nichts Gutes. Da ist jetzt ein Schalter gewesen. Aber bevor wir den Schalter drücken, nehmen wir uns noch hier diese beiden Mumien an. Okay, diese drei Mumien. Na komm. Hier sind nochmal drei Essenzen heilender Kraft. Also man sieht schon, man macht hier eine Menge Holz. Das ist alles Verkaufsgut. Und wir haben ja auch gesehen, diese Runen sind teuer. Wir haben ja letztes Mal, hier waren jetzt Mana und Heiltränke. Wir haben jetzt letztes Mal nicht umsonst 1000 Erz gezahlt. Den Schalter lasse ich jetzt mal. Ich will erstmal gucken.
was hier noch offen ist und was zu. Hier sehe ich noch ein offenes. Manchmal muss man da ein bisschen... Er zieht sich ja hoch mit der Akrobatik, aber... Genau, zack. Man muss manchmal ein bisschen improvisieren. Zwei Essenzen und eine Feuerpfeilrolle. Ich will immer Rune sagen. Mann, ey. Ja, Leichenplünderer heute bei Gothic. Also zumindest jetzt bei Gothic. Im dritten Part. Okay, sonst war hier auch nichts. Ist hier nichts versperrt oder was? Drüben waren es ja drei Türen. Also drei Tore. Nein, hier ist eins versperrt. Und hier oben sind noch zwei. Und ich glaube, das war es dann auch. Also sind insgesamt vier versperrt. Hier ist auch noch ein Schalter, habe ich gesehen. Neue Höllenpilze. Und vier Mumien. Ja, ich weiß, das mit dem Mumienausplündern dauert ein bisschen. Heilungsrolle. Aber es lohnt sich halt, weil man sieht ja, man sieht hier jede Menge Sachen, die man verkaufen kann. Zwei Essenzen heilender Kraft. Und sehr viele Tränke. Gerade Heiltränke. Und eine Essenz magische Energie. Und da ist noch ein Sklavenbrot, das ich mitnehmen möchte. Hier den Schalter drücke ich auch erst später. Also erst, wenn ich alles, was schon offen ist, angeschaut habe. Und der hier ist auch noch offen. Okay, dann haben wir hier zwei Schalter. Und vier verschlossene Türen. Es ist, glaube ich, kein Rätsel, also es ist kein Schalterrätsel, aber nochmal eine Feuerpfeilrolle. Alles kleine Ex-Magier hier, ne? Mit Mana-Tränken und Rollen. Also beziehungsweise allgemein Tränken und Rollen. Interessant. Weil hier werden ja angeblich magische Energie und Heilungsrolle. Hier werden ja angeblich die... Wurden ja angeblich mal die toten Orks zur Ruhe gebettet. Deswegen heißt es ja Orkfriedhof. So, ich glaube, jetzt drücke ich erst oben hier den Schalter. Genau, jetzt ist hier unten nämlich offen. Da kamen wir vorher nicht rein. Zwei Feuersturmrollen. Oh, sehr schön. Und nochmal ein Extrakt magischer Energie. Feuerstürme können wir sicher gebrauchen. Ein Amulett der Kraft. Stärkebonus 10. Und ein Elixier heilender Kraft. Ja, man sieht schon, gerade in diesem verschlossenen, man macht da jede Menge schöne Sachen. Hier nochmal ein Elixier heilender Kraft und nochmal ein Kruschwarok. Und wir brauchen ein neues Licht. So, dann war da jetzt oben ja noch ein zweiter Schalter, den würde ich auch gerne drücken. Ah ne, nicht oben, aber vorne. An der Wand. Dann gibt es jetzt noch die drei drüben. Ich hätte einfach hier gern alles ausgeplündert erst. Ich glaube, der war hier. Nee, doch nicht. Bevor ich dann weitergehe. Bei Balukor, meines Wissens, findet man auf jeden Fall lebend. Ja, hier ist der Schalter. Ich hatte jetzt auch irgendwas geöffnet. Es kann ja nur noch das drüben sein. Wir haben jetzt hier schon mal alle offen. Und es waren hier die ersten drei, glaube ich. Okay, der ist noch versperrt. Der ist noch versperrt. Aber der hier ist offen. Der war vorher nicht offen. Und hier ist ein weiterer Schalter. Aber erstmal hier noch ausplündern. Nochmal zwei Feuerstürme, einmal drei extra Teile der Kraft und einen Flammenschutzring. Schutz vor Feuer 3. Und bei der zweiten Mumie. Extrakt magische Energie, extra Teile der Kraft, eine Feuerballrolle und ein Ring der Erzhaut. Schutz vor Waffen 10. Ja, jede Menge schöne Sachen hier. So ein bisschen Schatzjäger-mäßig, ne? So, jetzt haben wir hier noch zwei, die wir gerade geöffnet haben. Okay, erst eins, dann das zweite. Die will ich mir natürlich auch noch anschauen. Höllenpilz, Sklavenbrot. Hier noch ein weiterer Schalter und nochmal Mumien. Ring der Lebenskraft. Elixier magische Energie und Elixier heilender Kraft. Die ganzen Tränke können wir sicher brauchen. Irgendwann mal. Ein Ring der Stärke. Ein weiteres Kruschwarok und noch ein Elixier heilender Kraft.
und ein weiteres Kruschmarok und nochmal drei Extrakteilen der Kraft. Ja, wunderschön. Schatzjäger bei den Orks. Und das wird jetzt der letzte Schalter sein. Genau, da geht dann nebenan das Ding auf. Da hat man jetzt gerade das Gitter schön runterfahren sehen und jetzt haben wir hier alle. So, hier noch zwei Mumien. Ein Amulett der Läuterung. Wow, geil. Schutz vor Feuer 10 und vor Magie 8. Und Elixier magische Energie. Das ist schon mal ein mächtiges Amulett. Und hier bei der letzten Mumie hier nochmal ein Amulett. Amulett der Magie. Mana Bonus 10. Ist auch für uns sehr gut. Und nochmal drei Extrakte magische Energie. So, jetzt haben wir alle Mumien. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, noch knapp 10 Minuten. Und jetzt guck ich erstmal. Wir haben ja jetzt einige Ringe und Amulette bekommen. Das heißt, ich lege erstmal alles ab. So, erstmal die Amulette. Wir haben hier das Mana-Bonus, Amulett der Magie. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir hatten das Amulett der Flammen. Das war das von Iberion. Mit Schutz vor Feuer 10. Aber hier das Amulett der Läuterung. Das gibt vor Feuer 10 und vor Magie 8. Also das Amulett der Flammen tragen wir auf jeden Fall nicht mehr. Und hier ist nochmal der Stärke-Bonus. Ich glaube, ich werde jetzt das Amulett der Magie wählen, weil Mana können wir immer brauchen. Schutz kriegen wir durch die Rüstung. Und bei den Ringen, einmal der Ring der Lebendigkeit, der Ring aus Lebensenergie. Schutz vor Feuer, Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Waffen und Stärke-Bonus. Hier nehme ich jetzt nochmal Schutz vor Waffen, Ring der Erzhaut. Weil die Orks tun uns ja recht weh. Okay, sehr schön. Ein bisschen Schatzjäger gespielt. Gut, dann gucken wir jetzt weiter zu den zweiten Raum hier. Und da haben wir schon Orks gesehen. Das heißt, wir aktivieren wieder den Eispfeil. Ich hätte halt ungern mehr als einen Ork gleichzeitig am Arsch. Ork-Speer. Da kommt ein zweiter Ork-Speer. Hau ab. Lauf. Puh, diese Orks hätten uns fast getötet. Lauf in dein Leben, Magier. Das war jetzt viel zu knapp. Ich laufe noch mal ein bisschen weg. Die verfolgen ja recht weit. Verfolgen sie uns noch? Nein. Puh, das war sehr knapp. Wir sind fast tot. So knapp sollte es natürlich eigentlich nie werden. Und das Licht ist mal wieder aus. Ein neues Licht zaubern. So viel Mana habe ich noch. Und jetzt einmal Lebensenergie und einmal Mana. Grabenkraut und rohes Fleisch. Das war gerade verdammt knapp. Ein Schlag von dem Ork und dann wären wir tot gewesen. Ja, wir sehen schon. Wir haben zwar jetzt mit dem Eisbeil Mittel gegen die Orks, aber wir müssen trotzdem aufpassen. Wenn wir nicht aufpassen, sterben wir trotzdem sehr schnell. So, rohes Fleisch alle. Jetzt nehme ich mal die beiden Male Wurzelsuppe. Und den einen Käse. Und die viermal Mondschatten, beziehungsweise zweimal Mondschatten. Gut, ich glaube, ich speichere jetzt mal. Das gerade eben war mir doch ein bisschen knapp, weil jetzt haben wir schon mal die ganzen Schätze. Oder bei der Orkspeer, ich habe gesehen. Wo ist denn der? Ach nee, das war der tote Orkspeer. Ja, die Orks hier verfolgen einen nicht endlos weit. Wir haben ja bei dem Orkjäger gestern gesehen, der verfolgt einen sehr, sehr weit. Das ist auch ganz gut, sonst hätte man als Magier hier nämlich echt verkackt. So, also hier sind mehr als ein Ork drin. Gut zu wissen. Okay, der eine Orkspeer ist tot. Das ging jetzt schnell. Oh, drei Orks. Weglaufen. Ich will die einzeln haben. Ich will die echt einzeln haben. Wir haben gerade eben gesehen. Okay, jetzt haben sie die Verfolgung aufgegeben. Wir haben gerade eben gesehen, die verfolgen einen nämlich sehr bei. Machen eine Menge Schaden. Nochmal heilen. Mit
irgendwas mit dem Mondschatten jetzt nicht, der ist jetzt so stark. Nehmen wir jetzt Höllenpilze. 3 Orkspeer. Einen haben wir gekillt. Ja, ja. Der Friedhof ist definitiv von den Orks noch bewohnt. Mich wundert es nur, dass es Speer sind. Ich denke mal, als Wachen der Toten sollten sie eigentlich Besseres aufbieten als Speer. Aber vielleicht wollen die Orks ja hier irgendwas auch. Vielleicht suchen die auch irgendwas. Den einen Ork können wir ja trotzdem bombardieren. Schießmagier. Okay, weglaufen. Sie dürfen einen nicht einkreisen. Solange sie nicht einkreisen, schaffen wir die. Es dauert halt ein bisschen. Mit dem Gardist werden wir natürlich ein bisschen... Okay, Verfolgung aufgegeben. Ich heile mich wieder. Einmal Rabenkraut essen. Von dem haben wir jetzt halt schon nichts mehr, ne? Jetzt müssen wir dann auf die beiden Mondschatten essen. Und wieder Höllenpilze. Jetzt müssen wir auf die, wir hatten ja noch eine Sache wegen Mana bei den Nahrungen. Was war denn das? Die Steinwurzeln. Aber wir haben jede Menge Tränke bekommen. Wir sollten es trotzdem schaffen. Ja, mit dieser Hit-and-Run-Technik kommt, die braucht man am Anfang. Hätten wir stärkere Zauber, bräuchten wir die nicht, aber... Halt, war da ein Ork. Am Anfang brauchen wir diese Hit-and-Run-Techniken. Weil wir sehen ja, wir schaffen die Orks. Aber, wenn wir da bleiben und kämpfen, haben wir verloren. Ich glaube, der eine Speer ist gleich tot. Okay, der Speer ist tot. Und der Speer auch. Sehr schön, alle drei tot. Als Gardist hätte man es halt hier ein bisschen einfacher, weil dann könnte man die einfach killen. Hier sind Höllenpilze. Und noch ein toter Templer. Oh je, ich habe so gar kein gutes Gefühl. Hier müsste ja auch noch eine Waffe rumliegen. Ja genau, Kuschmarok. Von dem dritten toten Ork. Aber wir hören immer noch diese Schmerzensschreie. Irgendjemand muss hier noch leben. Grüner Novize, Münze, Wurzelsuppe, Kriegsschwert. Oh, wie stark ist das? Nicht stärker als die Varoks. 34 Schaden. Okay. Ja, wir brauchen ja... Im Moment kommen wir mit unserer Magie ganz gut klar. Okay, ich heile mich jetzt nochmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit jetzt auch. Ich nehme jetzt mal die Äpfel. Weil die sind hier in so einem Dreierpack. Und die... Wurzelsuppe und die Höllenpilze. Einfach, dass wir erstmal das aufbrauchen, was wenig ist. Und wir brauchen gleich ein neues Licht. Aber ich finde halt, diesen einen Mana-Punkt fürs Licht kann man immer ausgeben. Jetzt haben wir noch 3 Mana. Ich glaube, ich nehme jetzt mal die erste Steinwurzel. Damit sind wir wieder voll. Insgesamt haben wir jetzt 28 Mana dank dem Amulett der Magie. Schauen wir mal, woher die Schmerzensschreie kommen. Oh, der Baal. Baal Lukor kämpft hier. Das erklärt die Schmerzensschreie. Dem müssen wir helfen, der ist hier von den Orks umzingelt. Das Gute ist, dass der gerade die Orks ablenkt. Wir können also die ungehindert beballern. Oh, hier sind ja eine Menge Orks. Offenbar sind die ganzen Templer tot. Ein Orkspeer ist tot, aber hier sind ja noch 2. Die würde ich auch gerne loswerden. Der zweite Speer. Nein, nicht Balukor. Bitte der Ork. Okay, jetzt haben wir keinen Mana mehr. Noch eine Steinwurzel. Ja, sorry Balukor, ich helfe dir so schnell ich kann, aber erst,
Jetzt gib doch mal den Geist auf. Du dummer Speer. Ja, Balukor, du stehst mir aber auch ein bisschen im Weg, ne? Okay, alle tot. Sehr schön, Balukor ist noch am Leben. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Okay, wir haben 750 Erfahrung gekriegt. Das war sehr knapp. Der Ball wäre wahrscheinlich fast gestorben. Kor Angar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Schön, dass du die Menschen aus dem alten Lager beleidigst, obwohl ich ein Mensch aus dem alten Lager bin. Danke, Balukor. Vor allem, weil wir ihm gerade das Leben gerettet haben. Das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen sehr... Naja, ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor Angar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halbzerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Okay, ja, dachte ich mir schon. Wir haben ja schon ein paar Templerleichen gefunden. Und da er allein gekämpft hat, war mir fast schon klar, dass die Templer tot sind. Also suchen die Orks auch was? Das erklärt natürlich, warum es alles Orkspeer sind. Ich werde dir helfen. Wir müssen ihm helfen. Der stirbt alleine. Auch wenn er nicht besonders nett war, aber... Vielleicht ist er auch gerade einfach nur bekümmert oder halt traurig, weil halt seine Templer alle getötet wurden. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Okay, er folgt uns jetzt. Wir haben mehrere Tagebucheinträge. Orkfriedhof. Ich habe den Guru Balukor im Orkfriedhof vor einer Attacke von Orks gerettet. All seine Templer sind bei Kämpfen mit diesen hässlichen Kreaturen umgekommen. Balukor hat sich mir angeschlossen und gemeinsam werden wir nun dem Geheimnis dieser alten Kultstätte auf den Grund gehen. Okay. Erstmal werde ich hier die 3 Waffen mitnehmen. Wobei, Geld können wir brauchen, wir haben ja gerade nicht mal 100 Herz. Hier müsste noch eine Waffe liegen, genau. Hier sehe ich noch einen Nachtschatten und Mondschatten. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir halt schon wieder nicht volles Mana, aber ich will jetzt nicht dauernd mit dem Mana nachfüllen. Und hier auch nochmal einen Nachtschatten. Ja, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Er meint, hier ist noch ein Toten. Hier sind 2 tote Templer. Grüner Novize, Münze, Wurzel und Kampfschwert. Und grüner Novize, Münze, Wurzel, Suppe und Richtschwert. Ja, hier sind jetzt die 3 Stollen, das hat er gemeint. Oh, ein Ork. Ein zweiter Ork. Ja, Balukor, du bist klasse, ne? Hilf uns bitte. So, sie verfolgen uns nicht mehr. Ja, danke, Balukor. Wir wären gerade fast gestorben und der stand nur daneben. Und läuft jetzt mit uns wieder nach. Ganz toll. Okay, Moment, bin ich von dem Bal ja nicht begeistert. Ja, du machst den Ork bitte. Ich heil mich erstmal. Ich heil mich erstmal, bevor ich dem wieder helfe. Im Moment bin ich von dem Bal ja nicht begeistert. Er hat zugeschaut, wie wir auf die Fresse kriegen. Höllenpilz. Ich heile mich jetzt erstmal. Ein starkes Heilkraut. Wir haben hier noch normale Heilkräuter auch. Und vielleicht noch ein bisschen Reis. Ja, ich heile mich jetzt erst, bevor ich ihm wieder helfe. Kenn ich nix. So, gut. Jetzt kann ich ihm helfen.
Kruschwarok nehmen. Und ich glaube, jetzt muss ich gleich speichern. Ja, toll. Oh, da ist der zweite Rock, den töte ich noch schnell. Oh, ein Schuss. Ja. Damit ist der zweite Rock auch tot. Ja, das fand ich jetzt aber gerade nicht nett vom Balukor, dass der uns einfach gerade... Zweites Kruschwarok. Die sind ja recht stark, die Orks. Das sieht man, weil bei uns ist das Kruschwarok eine Zweihandwaffe. Wir haben ja im letzten Part gesehen, der, die beiden Templer hatten nichts mehr, gell? Nee. Gut, speichern. Was ich noch kurz sagen wollte, die sind recht stark, die Orks. Die haben die Zweihandwaffe für uns, die Kruschwarok, mit einer Hand geschoben. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt habe ich schon wieder leicht überzogen, so eine Scheiße. Ja, weil ich jetzt die beiden Orks noch killen wollte. Sorry, aber bisher ist es nur eine Minute. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr vom Balukor haltet. Und beim nächsten Part werden wir dann die drei Stollen untersuchen und gucken, dass wir dieses Zeichen des Schläfers finden. Das hier wahrscheinlich irgendwo ist. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen.